Leute, es tut mir wirklich leid. Mein letztes Video ist jetzt am Tag, wo das rauskommt, 6 Tage her. Ich habe 6 Tage nichts hochgeladen. Und das ist einfach nur Shit von mir, ganz ehrlich. Ist es Double XP? Ja, und man sieht schon, ich weiß nicht mal mehr, wann Double XP ist. Ich weiß eigentlich gar nichts mehr von COD, weil ich wirklich gar nicht mehr spiele. Aber ja, das ist auch so ein Grund halt, warum ich jetzt irgendwie mal wieder ein paar Tage nichts hochgeladen habe, weil ich einfach nicht spiele und das ist schon belastend. Also ich muss schon sagen, ich mache momentan sehr viel Real-Life-Technik. Technik. Vor allem jetzt halt, weil Sommer ist. Ich bin mit der Schule fertig und. Ne? Da ist halt wirklich. Man genießt einfach das Leben so ein bisschen. Ja, COD macht mir jetzt nicht wirklich Bock, so einfach so zu zocken. Warum jetzt genau die 6 Tage oder 6 Tage lang kein Video kam, ist einfach, weil ich war jetzt krank. Ich war bei einem Fußballturnier. Ich habe auf Geburtstagen. Frankreich hat, also EM jetzt noch. Heute ist das Finale natürlich. Hoffe ich natürlich, dass Frankreich den Titel jetzt auch holt. Für die Leute, also die Leute, die mir auf Twitter folgen, die wissen ja, ne? Alles auf Twitter sowieso. Dass ich für Frankreich natürlich bin und so weiter und so fort. Ja, und ich gehe doppelt negativ in meiner ersten Runde schon wieder, aber es ist auch die ganze Zeit irgendwie treibermäßig, ist richtig ekelhaft. Auf jeden Fall jetzt, ja, diese 6 Tage waren einfach nur unnötig, ne? Und das Ding ist, ich wollte sogar was aufnehmen, ne? Aber gefühlt jedes Mal, wenn ich was aufnehmen wollte, kam irgendwas dazwischen, ne? Jetzt halt das letzte Mal, vor 2 Tagen, ich wach morgens auf, hab die Halsschmerzen des Grauens, ne? Ich war einfach krank auf einmal, ne? Ich hatte Kopfschmerzen dann noch und alles. Also eine richtig schöne Erkältung, die ist zum Glück schnell weggegangen dann wieder. Weil ich halt dann am nächsten Tag direkt oder 2 Tage danach auf dem Fußballturnier und dann auf einem Geburtstagabend zwar. Also ist momentan sehr stressig alles. Und ich fahre jetzt auch noch in Urlaub am Mittwoch. Das heißt, da wird jetzt auch nochmal richtig stressig alles. Aber ich werde jetzt einfach, ich bin natürlich jetzt auch am Vorproduzieren. Also ich werde jetzt 2 Videos direkt hintereinander aufnehmen und ich werde natürlich dann auch dafür sorgen, dass da wieder ein paar so OP-Guide oder Random Class oder mal wieder auch was mit, keine Ahnung, mit Dominik oder so kommt. Also ich werde auf jeden Fall was vorproduzieren und ich werde auch gucken, dass ich so einen kleinen Mini-Vlog mal aus Portugal, wo ich hinfahre, bringe. Also ich habe ja, ich muss es dann mit dem Handy aufnehmen und so, aber das denke ich mal trotzdem ganz chillig, so ein bisschen am Strand und so chibillen. Und ich treffe absolut. Oh, ich habe den Kill bekommen. Guck mal, das war so hell, der Hintergrund, dass ich es einfach gar nicht sehen konnte. Aber deswegen, ich hasse es auch, ne, so zu zocken, also es ist gerade Sonntag, wenn meine Eltern da sind, weil meine Mutter guckt, glaube ich, gerade so Dingens hier, irgendeine Serie im Internet und das merkt man halt direkt am Internet, ne, direkt Treiber wieder die ganze Zeit, so nervig. Aber mich freut, dass der letzte OP-Guide so gut bei euch angekommen ist, über 350 Likes, das ist echt richtig chillig gewesen, freut mich echt, hat auch Bock gemacht aufzunehmen, wirklich, das war ja eine echt coole Folge, muss man sagen, habe echt viele Kills gemacht und so. Ich bin auch immer noch so ein bisschen erkältet bin ich noch, also dass ich jetzt vielleicht nicht so überragend gerade reden kann, ne, dann tut's mir auch leid, aber ich will wirklich jetzt mal endlich wieder was bringen, ne. Ich könnte natürlich jetzt auch noch warten, dann lade ich nur die vorproduzierten Videos hoch, aber ich will, dass wenigstens noch ein Video kommt, bevor ich im Urlaub bin. Das ist das hier, weil ich euch wirklich, glaube ich, was schuldig bin, sage ich mal, dass ich mal wieder einfach so nicht so, oh, ja, bomb mich weg mit deiner Kriegsmaschine, ja, Digga, dass ich einfach nicht hochgeladen habe, mal wieder, okay, 6 Tage, das geht sogar noch. Aber ist trotzdem ein bisschen blöd, weil ich eigentlich gesagt habe, jeden 2. Tag. Aber im Sommer momentan ist es auch ein bisschen schwer, ne? Also generell, COD-YouTuber haben es momentan nicht so einfach. Nur Dominik ist eigentlich wirklich konstant am Uploaden. Und Scorpion Plays noch so ein bisschen. Aber es ist einfach momentan auch schwer, weil irgendwie sind diese ganzen Prank- und Real-Life-Leute eh auf dem Vormarsch. Und wirklich, COD guckt sich keiner. Guckt sich keiner wirklich an und. Das kann ich auch verstehen, wenn man eh die ganze Zeit draußen chillt und so. Auf jeden Fall wollte ich nur so dieses kurze Video, bevor ich in Urlaub fahre, nochmal machen, dass ich jetzt, damit ihr wisst, warum ich jetzt 6 Tage nichts hochgeladen habe. War einfach so ein bisschen so themenbasiert, ist mal wieder ein bisschen gelabert. Das denke ich mal auch okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und ja, freut euch auf die vorproduzierten Videos, weil das wird jetzt sehr stressig, die noch alle aufzunehmen und das wird sehr viel Arbeit. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Also ich noch haut dabei. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.